Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Dass sich die Welt gerade auf den Kopf stellt, sieht man auch daran, dass das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen hat. Das gab es noch nie. Nichts geht mehr, nirgendwohin. Auch nicht in Länder, die Deutsche noch reinlassen. Das werden ja eh immer weniger. Die offizielle Reisewarnung des AA bedeutet, dass man Pauschalreisen nun kostenfrei stornieren kann. Heißt aber auch, wer jetzt trotzdem noch ins Ausland reist, tut das auf eigenes Risiko. Der deutsche Staat wird einen dann nicht mehr zurückholen. Geholfen wird nur noch denen, die jetzt bereits im Ausland sind. Und genau da rollt nämlich gerade eine Art weltweite Luftbrücke an für gestrandete Deutsche. Mehr als 100.000 befinden sich aktuell irgendwo im Ausland, von Mallorca bis Malediven, von Ankara bis Panama. Viele sitzen regelrecht fest. Und am Abend verkündete die EU ein EU-weites Einreiseverbot. Patricia Wiedemeyer berichtet. Da stellen sich noch viele Fragen, die wollen wir an den Bundesaußenminister stellen. Guten Abend, Herr Maas. Guten Abend, Frau Slomke. Mehr als 100.000 Deutsche befinden sich im Moment noch irgendwo im Ausland, wollen jetzt zurück. Viele machen sich Sorgen, weil sie schon seit Tagen irgendwo gestrandet sind, keine Flüge mehr bekommen. Ob das klappt, können Sie garantieren? Ja, das Interview haben wir aufgezeichnet. Ja, die EU macht ihre Grenzen dicht. Immer mehr Länder verhängen Ausgangssperren. Ob das alles hilft, wird man frühestens in 10 oder 14 Tagen sehen. Ob es gelingt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Um zu illustrieren, worum es da geht, hat die US-Zeitung Washington Post eine ziemlich eindrückliche Animation erstellt. Hier sehen Sie, stark vereinfacht, wie rasant Infizierte andere anstecken, wenn wir alle so weitermachen würden wie bisher. Aber es gibt noch eine Chance, diese Entwicklung zu verlangsamen. Denn so sieht die Ausbreitungsgeschwindigkeit aus, wenn extreme Maßnahmen ergriffen werden, sodass eine Gesellschaft plötzlich kontaktarm wird, regelrecht vereinzelt. Und Sie sehen, wie sich das ganze Bild verändert. Das ist die große Hoffnung im Moment, dass das noch gelingt. Hilfreich wäre dann natürlich auch, wenn die Datenlage stimmt, wenn schneller getestet würde. Daran hapert es auch in Deutschland noch, berichtet Benjamin Gialowski. Darüber wollen wir mit einem Virologen und Arzt für Infektionskrankheiten sprechen, mit Professor Hendrik Streeck. Er ist Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Guten Abend, Herr Professor Streeck. Schön. In Deutschland soll die Zahl der Intensivbetten vorsorglich verdoppelt werden. Aus Sorge, dass uns mit wachsender Zahl Infizierter das Gesundheitssystem kollabiert. Wer jetzt noch Corona-Partys feiert oder seine Kinder auf volle Spielplätze lässt oder Mitarbeiter weiter in Büros zusammenfährt, obwohl einige ins Homeoffice könnten, wer also nach wie vor das Corona-Thema ignoriert, der trägt nicht nur zur Gefährdung von Patienten bei, er bzw. sie verhält sich auch ignorant gegenüber den Sorgen von Ärzten und Pflegepersonal. Ein Blick nach Norditalien genügt, um zu sehen, was es bedeutet, wenn zu viele Menschen gleichzeitig schwer erkranken. Patienten liegen teils in Zelten, sie dürfen nicht besucht werden und sie sterben gegebenenfalls auch einsam. Ärzte müssen entscheiden, wer welche Behandlung bekommt. Es fehlt an Intensivbetten, es fehlt an Beatmungsgeräten. Italienische Journalisten hatten Zugang zur Intensivstation einer Klinik in der Lombardei und trafen dort auf erschöpftes Personal. Umso erstaunlicher, mit wie viel Sorglosigkeit immer noch viele Menschen hierzulande so tun, als gäbe es Corona nicht. Da wird im Berliner Tiergarten in Großgruppen gepicknickt, da kreisen am Wiesbadener Rheinufer diverse Rauchwaren, da sitzen in Mainz Rentner in vollen Cafés, als wenn nichts sei. Das könnte dazu führen, dass bald noch mehr Bundesländer dem bayerischen Beispiel folgen und den Katastrophenfall erklären. Oder dass es sogar Ausgangssperren gibt, wie bereits in einer ganzen Reihe unserer Nachbarländer, aktuell auch in Belgien. Weil der Staat feststellt, freiwillig funktioniert es nicht. In Bayern war heute Tag 1 unter den neuen Regeln, die die Landesregierung gestern festlegte. Jürgen Bollmann berichtet aus München. Ein Ausnahmezustand natürlich auch für die Wirtschaft. Nicht nur die großen Industriekonzerne klagen immer lauter. Auch kleine Betriebe, Einzelhändler oder Selbstständige haben zum Teil von einem Tag auf den anderen keinerlei Einnahmen mehr, müssen ja aber ihre laufenden Kosten zahlen. Die Bundesregierung, die im Kampf gegen Corona jede Unterstützung zugesagt hat, will hier helfen, Frank Behrens. Dankeschön, Frank, nach Frankfurt. Und auch heute gab es noch wieder viele weitere Einzelmeldungen und Fakten zum Thema. Kamran Safiarian fasst das zusammen.
Viele aktuelle Infos und Hintergrundinformationen finden Sie bei uns natürlich auch online auf heute.de. Und für alle Schulkinder, die zu Hause sein müssen, bietet das ZDF ein digitales Lernmodul. Unter zdf.de finden Sie ein Schulersatzprogramm. Und jetzt macht erstmal Heinz Wolf weiter. Touren und zum Wetter der nächsten Tage gleich der ausführliche Wetterbericht. Und danach macht Maybrit Illner weiter mit einer Spezialsendung zur Corona-Krise. Und uns gibt's morgen wieder. Auf Wiedersehen.